Kann man eigentlich auch ein Rohr hochklettern? Das geht nicht. Da kommen wir auch so nicht hoch. You cannot kill the red block. Na komm, hüpf! Och, Corvo. Stell sie hoch an. Geh mal durch die Tür. Ist immer noch am Rauchen. Guten Tag. Sie waren bei Piero. Gut. Jetzt ruhen Sie sich aus. Sie werden bald gebraucht. Sir. Achtung, Bürger von Dunburg. Die Flusskriecher haben sich flussabwärts bis zur Flussmündung sowie in dem überschwemmten Bezirk ausgebreitet. Versuchen Sie nicht, einen Flusskriecher zu töten oder sich ihm zu nähern. Alle Gegenstände, die bei solchen Versuchen gefunden werden, sind Eigentum der Regierung. Mhm. Warte. Ist dieser Mann mal alles. Ja, sehr sogar, aber keine Angst. Er arbeitet mit unseren Herren. Er soll die Kaiserin getötet haben. Natürlich hat er das nicht. Die Leute sind dumm und glauben, was man ihnen sagt. Nun gut. Wenn der Admiral ihm vertraut, werde ich es auch. Aha. Bitte folgen Sie mir in Ihre Gemächer. Okay. Ich sag dir, wenn du mich verarschen willst, dann hast du schnell einen Rücken im Hals. Ein Dolch im Rücken. Rücken im Hals. Fett. Ja. Bin auch wirklich voll ernst zu nehmen, so als Attentäter. Natürlich. Das ist Ihr Zimmer mit ausreichend Privatsphäre. Okay. Sie möchten sich vermutlich ausruhen. Ja, bitte. Machst du jetzt die Tür hinter mir zu? Schließt du mich ein? Legen wir uns mal hin. Ein bisschen schlafen. Ich gehe jetzt schlafen. Ah. Ganz woanders. Ganz woanders. Ich bin immer noch da, wo ich vorher war. Öffnen. Was? Ein Besuch des Outsiders? Irgendwas stimmt nicht. Was denn? Hier kaputt. Okay. Das ist ein bisschen creepy. Runterfallen kann. Bestimmt. Seltsame Schwerkraft. Das zeige ich dir. Hallo, Corvo. Hallo? Dein Leben ist aus den Fugen geraten, nicht wahr? Die Kaiserin ist tot. Ihre kostbare Tochter Emily irgendwo in der Stadt verschollen. Und du wirst in den kommenden Tagen eine entscheidende Rolle spielen. Dafür habe ich dich ausgewählt und in das große Nichts gebracht. Ich bin der Outsider. Und das mein Zeichen. Es gibt Kräfte in und außerhalb der Welt. Gewaltige Kräfte, die die Menschen Magie nennen. Und nun werden diese Kräfte sich deinem Willen unterwerfen. Nutze diese neu entdeckte Kraft. Mein Geschenk an dich. Komm, finde mich. Okay. Danke. Glaube ich. Kraft teleportieren. Drücke die rechte Maustaste, um einen blitzschnell lautlosen Sprung zu vollführen. Du kannst die Kraft auch einsetzen, um dich nach oben zu bewegen, allerdings ist die Reichweite dann geringer. Wenn du Vorsprünge anvisierst, kannst du dich dorthin teleportieren und dann hochziehen.
Halte rechte Maustaste gedrückt, um dein Ziel genauer anzuvisieren. Wenn eine blaue Kugel erscheint, wirst du dein Ziel erreichen. Ein blauer Pfeil bedeutet, dass du hochklettern musst, wenn du dein Ziel erreicht hast. Okay, okay. Runtergefallener Brief, mein Gott. Du kannst sie nicht alle retten. Außerdem kannst du nicht alle retten, weil du nicht alle retten kannst. Und du kannst sie nicht alle retten. Ich glaube, ich kann nicht alle retten. Wandermann. Brief. Corvo, ich bin sehr traurig. Sie sagen, du wärst tot, so wie die wie Mutter. Aber ich werde diesen Brief in eine Flasche stecken und in den Fluss werfen, weil ich ihnen nicht glaube. Hier zu wohnen ist sehr seltsam. Es gefällt mir nicht. Also komm, so schnell du kannst. Dieser komische Fratzen. Sieht so echt aus. River. Walfisch, Öl, Fisch. Black Crab. Okay. Gefällt mir nicht. Bitte mit deiner Lego-Stadt. Darf ich mitspielen? Oh, ganz komische Ideen haben die. Dass die Entwickler, das finde ich ja immer wieder genial, dass die Entwickler so eine riesen Welt erschaffen. Würde dir nur einen kleinen Bruchteil von zeigen. Oh. Das ist ja ein Wal. Von Half-Life 2. Wie heißen die noch? Ich komme nicht auf den Namen. Ich hätte fast Skidder gesagt, aber das ist nicht das, was ich meine. So. Was haben wir denn hier? Kerzen ausmachen. Welt hier. In den kommenden Tagen stehen dir große Prüfungen bevor, Corvo. Suche an den einsamen Orten deiner Welt und an den Schreinen mir zu Ehren. Nach den Runen, die mein Zeichen tragen. Okay. Diese Runen verleihen dir Kräfte, die die anderer Männer bei weitem übertreffen. Um dir bei der Suche nach diesen Runen zu helfen, gebe ich dir dies. Das Herz eines lebenden Wesens, geformt von meinen Händen. Dieses Herz offenbart dir viele Geheimnisse und wird dich zu meinen Runen führen, wie gut sie auch versteckt sein mögen. Nun leihe dem Herzen dein Ohr und finde eine weitere Rune. Nutze die Kraft, teleportieren. Das Herz. Wenn du das Herz in die linke Hand nimmst, kannst du Knochenartefakte in Runen aufspüren.
sogar durch Wände hindurch. Das Herz schlägt und leuchtet auf, wenn du ein Knochenartefakt oder eine Rune in der Nähe ist. Und es schlägt immer schneller, je mehr du dich näherst. Das Herz flüstert dir Geheimnisse zu, wenn du die rechte Maustaste drückst, während du eine Person oder einen Ort anvisierst. Oh. Dieser Ort ist das Ende aller Dinge. Und der Anfang. Okay. So. Wie kann ich denn... schnell da hin und her schalten? Das geht so schon am schnellsten. Na gut. Da kommen wir doch bestimmt rein. Rein da. Hallo. Ich will hier rein. Mit. Das nimmt nur alles gut. Finde ich irgendwie cool. Teleportieren. Teleportieren ist cool. Hüpf. Hüpf. Nee, da gehe ich jetzt nicht drauf. Mein Glück falle ich da rein. Herzchen. Warum stand da vorne 15 Meter? Lass mich doch mal hier hoch. Hab ich schon eine Runde verpasst oder was? Hey. Also ich höre immer irgendwelche Geräusche, die hier nicht hinpassen. Ja, da gehe ich gleich hin. Zeit ist hier bedeutungslos. Okay. Weder Sekunden noch Jahrhunderte zählen. Kann also alles passieren, ja. Ruhen und sammeln, Ruhen sammeln und Kräfte erwerben. Wenn du ein paar Ruhen gesammelt hast, öffne das Tagebuch, um sie im Bereich Kräfte gegen Kräfte einzutauschen. Du kannst Ruhen sammeln und damit übernatürliche Kräfte zu erwerben. Oh. Kräfte. Ah, wir haben jetzt eine Rune. Wo stehen denn die Runen? Da. Achso, da sind immer die Kosten und wie viele ich habe. Okay. Blutdurst, Vitalität, erhöht deine Gesundheit. Lass mal. Du besitzt eine erweiterte Gesundheitsanzeige. In der zweiten Stufe regeneriert sich deine Gesundheit stärker und schneller. Wie du mein Geschenk einsetzt, obliegt allein dir. So wie es jenen oblag, die vor dir kamen. Und nun bringe ich dich in deine Welt zurück. Doch wisse, dass ich dich mit großem Interesse beobachten werde. Okay. Hounspit Pop. Deine neuen Verbündeten, die sich in den alten Park vom Fluss verstecken, wollen dir ihre Pläne vorstellen. Triffst dich mit den Anführern der Kaiserträume, um herauszufinden, was sie vorhaben.
Na gut. Ja, Pierre ist ein Erfinder, bla bla bla. Das haben wir ja schon x-mal gelesen jetzt. Na gut, reden wir mal mit dem Admiral. Ein neuer Tag. Die Rune Benutzers Herz. Achso. Wenn wir erstmal hier die ganzen Runen zurück, würde ich sagen. Achtung, Bürger von Dunwall. Aufgrund eines erhöhten Infektionsrisikos ist es Schiffen untersagt, im Destilleriebezirk anzulegen. Wer diese Anordnung missachtet, wird zur Behandlung in den überschwemmten Bezirk gebracht. Das ist ein böser Missachter. Ja, ja. So, da hinten müssen wir hin. Irgendwo im Keller tötet ein Hund den anderen. Und Geld wechselt die Besitzer. Aha. Willst du also sagen, dass hier Hundeköpfe stattfinden? Für einen Ruhm verliehen werden, kannst du kreativ einsetzen, um Gegner zu besiegen oder dich durch die Umgebung zu bewegen. Teleportiere dich von einem Dach zum nächsten, beherrsche Ratenfische oder verlangsame die Zeit, bevor du erst mit einer Überzahl an Gegnern aufnimmst. Aha. Naja, wir haben jetzt eine neue Rune, aber wir werden erstmal Ruhm sammeln. Ja. Ah. Ja, geh doch da hoch. Warum haben wir noch eine Rune? Sieht nicht so aus. Okay.